Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute backe ich wieder mal was für euch, nämlich Matcha-Küchlein. Die sind mit veganer weißer Schokolade gemacht und auch mit Kokosblütenzucker. Der verleiht den Küchlein so einen richtig leckeren Karamellgeschmack. Also, legen wir gleich los. Den Backofen, den habe ich schon mal vorgeheizt und das Backblech mit Backpapier ausgelegt. Jetzt geht's weiter mit dem Teig. Mehl, Kokosblütenzucker, Backpulver, gemahlene Mandeln, das Matcha-Pulver, Vanillepulver und eine Prise Salz. Ich liebe diesen Matcha-Geruch. Als nächstes kommt der Mandeldrink dazu. Dann das Öl und die gequollenen Chiasamen. Die habe ich schon mal vorbereitet. Nun fehlt noch ein Teelöffel Apfelessig. Nun hebe ich noch die Schokoladenstücke drunter. Nun kommt der Teig in die Backform. Das kommt nun in den Ofen für ungefähr 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad Umluft. Nach 30 bis 40 Minuten Backzeit mach den Holzstäbchentest. Wenn kein Teig mehr am Stäbchen kleben bleibt, dann kannst du den Kuchen aus dem Ofen nehmen. Der Kuchen hat nun in der Backform 10 Minuten ausgekühlt. Jetzt gebe ich ihn auf ein Gitter und lasse ihn dort vollständig auskühlen. In der Zwischenzeit bereite ich das Topping zu. Für das Topping bereite ich ein Wasserbad vor. Darin schmelze ich die weiße Schokolade zusammen mit Kokosöl. Und jetzt kommt der beste Part. Einfach himmlisch. So, so lecker. Also probiert es unbedingt aus, besonders wenn ihr auch so Matcha-Freunde seid wie ich. Ihr findet übrigens auf unserer Webseite zdg.de weitere Rezepte mit Matcha oder auch andere Desserts wie dieses hier. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!